hold smaller in time. When we live done by king, they hold in stand and listen in hand because they could not think. Both parts of the world are as you must be known. The Muslim is a common layer of the land to be in your face to live. Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Sollte man uns nicht lieber sagen, von derjenigen Seite aus, die den Herrn Reichspräsidenten jetzt bekämpft, wie man sich denn das Durchkommen durch diese vergangenen schweren 2 Jahre und durch die kommenden Monate denken könnte oder gedacht hätte? Dem hemmungslosen Drang anderer Völker, fremdnationale Bestandteile ihrer Staaten, darunter auch Millionen unserer Volksgenossen, unter Benachteiligung und Zwang zu assimilieren, sei es durch Abdrängung vom Bodenbesitz, sei es durch Entziehung der muttersprachlichen Schule und Kirche. Dem hat der Führer Adolf Hitler als Richtlinie für unser aller Arbeit das gegenteilige Prinzip entgegengestellt. Ich werde meine Kraft daran setzen, dass die Reichswehr dazu befähigt wird, ihre Berufsaufgabe zu erfüllen, Deutschlands Grenzen zu schützen und seine nationale Sicherheit zu gewährleisten. Um einmal symbolisch zum Ausdruck bringen, dass wir nicht sind Stadt und Land, nicht sind Arbeiter, Angestellte, Handwerker, Bauern, Studenten, Bürger. Nicht sind irgendwelche Anhänger irgendwelcher Weltanschauungen, sondern dass wir sind Angehörige eines Volkes. Es geht nicht an einem 66-Millionen-Volk, vorerst die Diskriminierung anzubieten und dann mit ihm auf gleichem Fuße verhandeln zu wollen. Da man uns sowohl im Völkerbund als auch auf der Abrüstungskonferenz. Die Bundesregierung wird in Zukunft in ihren Bemühungen um die europäische Integration und die Verteidigung der Freiheit nicht nachlassen. Sie wird sie vielmehr verstärken. Meine Damen und Herren, meine verehrten Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie sehen, ich bin hier, ich habe mein Versprechen gehalten, so wie ich es seit 1948 zu tun gewohnt war, das zu halten, was ich dem deutschen Volke versprochen habe. Meine Damen, ich habe gesagt, es sei mir schon ein wenig wonnig zumute. Wonnig? Wonnig fühle ich mich noch nicht. Aber immerhin, es ist eine Dankesschuld, die ich abzutragen habe, denn es war die Christlich-Soziale Union, die mich zuerst als ihren Kanzlerkandidaten vorgeschlagen hat und die ganz wesentlich zu der Entscheidung in der Gesamtfraktion in Bonn beigetragen hat. Mr. President, ladies and gentlemen, 20 years ago, the North Atlantic Treaty was signed in this auditorium. Today the Alliance can take inventory of what it has achieved. It has prevented armed conflicts between its members. It has proved that, being a defensive alliance, it has threatened no country and no nation. Well, I think this is one part of our foreign policy concept. This concept is directed on a policy of detente all over the world. And of course, under such a concept, we like to have normal relations to all countries. And the Federal Republic, of course, decided to open the diplomatic relations with the People's Republic of China under these tendencies.
Do you foresee any problems at all with the government on Taiwan because of this? No, there are no problems. I think you know the communique we published, there are no problems at all. Für mich ist der Brezhnev ein Bilderbuch-Russe gewesen, so wie man im Laufe des Lebens sich eine Vorstellung macht von den Russen. Zugleich ein großzügiger Gastgeber, zugleich ein brutaler Kerl. Mit viel Seele, der kann weinen und kann trotzdem zuschlagen und Menschen töten lassen. Gibt es für uns keine Alternative. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa und weltweit haben die Menschen in den vergangenen Tagen gebannt die dramatischen Ereignisse in der DDR verfolgt. Seit der Nacht vom 9. auf 10. November hat sich die Lage in Deutschland und damit im Herzen Europas grundlegend verändert. Der Freiheitswille der Deutschen in Ost-Berlin und der DDR, Mauer und Stacheldraht friedlich überwunden. Nach fast 3 Jahrzehnten der Trennung feierten die Menschen in Deutschland ein Fest des Wiedersehens. Die Menschen in der DDR wollen jetzt die Freiheit in allen Bereichen ihres Lebens. Der andere wesentliche Gesichtspunkt ist, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, also die kleinen und mittleren Unternehmen, zu entlasten. Dies sind jene Unternehmen, in denen 2/3 der Arbeitsplätze vorgehalten werden und 80% aller Ausbildungsleistungen erbracht werden. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da. Diese Zeitenwende stellt auch uns und unser Land auf eine harte Probe. Viele machen sich Sorgen wegen des Kriegs. Wir fühlen mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die selbst an Tagen wie heute keine Ruhe haben vor den russischen Bomben und Raketen. Und wir alle spüren die Folgen dieses Kriegs auch in unserem Alltag. Beim Einkaufen im Supermarkt, an der Tankstelle oder wenn wir die Strom- oder Gasrechnung bezahlen. Und doch handelt die Geschichte dieses Jahres 2022 nicht allein von Krieg, Leid und Sorge. Putin hat die Ukraine eben nicht in wenigen Tagen überrannt, wie er geplant hatte. Ganz im Gegenteil. Tapfer verteidigen die Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Heimat, auch dank unserer Hilfe. Und wir werden die Ukraine weiter unterstützen. Look, you guys, let's not...